kann ich den Zunder von Petromax mit einem Feuerstahl entzünden? Hallo, hier ist der Ralf von Joddeland. Herzlich willkommen hier bei uns in der Jodde und auf unserem Kanal. Wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, abonniert einfach jetzt gleich. Die Frage, die uns kürzlich erreicht hat, dreht sich um den Zunder von Petromax. Das ist ein Zundergranulat, was sich hervorragend zum Anzünden von diversen Dings Petromax nutzt, um Kohle, Briketts und solche Geschichten anzuzünden. Geht aber auch für Lagerfeuer oder für alle Widrigkeiten, die einem so im Leben erwarten können. Funktioniert diese Zunder, aber die Frage, die kam, war tatsächlich, kann ich diesen Zunder auch mit einem Feuerstahl entzünden? Also reicht ein einfacher Funke aus, um dieses Granulat zu entzünden, dass es eine Flamme gibt? Ich war dann erstmal überfragt und habe gedacht, okay, gut, kann man wissen wollen. Ich habe es dann nie ausprobiert, aber das wäre mal jetzt nachhole und einfach schaue, ob dieses Granulat sich mit einem einfachen Funke entzünden lässt. Ja, ihr seht, wenn man ein bisschen Übung mit dem Feuerstahl hat und ein ordentlicher Funke erzeugen kann, dann brennt das Granulat. Also kann auch sein, dass es ein, zwei, dreimal nicht funktioniert, aber dann hat einfach nur der Funke nicht getroffen. Sobald der Funke richtig aufs Granulat auftrifft, dann brennt es auch und kann also so gut in Verbindung mit einem Feuerstahl verwendet werden. Einfache Frage, einfache Antwort. Ich denke, ein Video sagt mehr als 1000 Worte. Es funktioniert also. Von daher bleibt mir nicht viel mehr übrig, als euch zu sagen, lasst uns einen Daumen hoch da, empfehlt unsere Videos weiter an eure Freunde, abonniert unseren Kanal und ansonsten viel Spaß, euer Ralf von Joddeland.